oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer Android-App. Und zwar der App Microsoft Edge Preview Unreleased. Es gibt also den Edge-Browser jetzt auch. Ja, unter Android und unter iOS glaube ich auch. Nein, ich glaube nicht nur, es gibt ihn auch. Technische Daten. Gibt es gar nicht. Doch hier, erforderliche Android-Versionsnummer 4.4 oder höher, das unreleased ist, gibt es noch keine Bewertungen. Gibt es was, was ich euch... Microsoft Edge, now available on Android, creates one continuous browsing experience for Windows 10 users across their devices. Content and data sync seamlessly in the background, so users can browse across devices without skipping a beat. Meine Güte, ja. Microsoft Edge features like the Hub allow users to organize the web in a way that cuts through the clutter, making it easier to find, view and manage their content on the go. Es ist ein Browser, den ihr nutzen könnt, klar. Ihr loggt euch ein mit eurem Microsoft-Account und eure Lesezeichen werden gesynkt als erstes. Ihr habt einen QR-Code Reader drin, ihr habt Voice Search drin, ihr habt InPrivate drin. When you browse with InPrivate Mode, your browsing data, like your history, temporary internet files and cookies, isn't safe on your PC once you're done. Also im Prinzip der Geheimmodus oder wie der heißt, Incognito-Modus von Chrome. Ihr habt die Möglichkeit, auf der Seite, die Seite irgendwie zu öffnen und dann in Edge auf eurem Computer oder Windows Tablet gleich weiter zu surfen. Und das funktioniert auch alles sehr, sehr schön, sehr angenehm. Ich finde die Anordnung der Buttons zum Beispiel, um auf eure Bookmarks zuzugreifen, das ist oben rechts beheimatet, der Button, finde ich persönlich nicht so schön. Ansonsten ist das aber durchaus schon stabil dafür, dass es eine Preview-Version ist. Und man kann das, wenn man irgendwie im Windows-Universum lebt und Edge nutzt auf seinem Computer oder Tablet, durchaus einfach mal ausprobieren. Und wenn man da nicht lebt, kann man das durchaus auch mal ausprobieren. Getestet wie immer auf meinem Daily Driver, dem Xiaomi Mi 5S. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.